Hallo und herzlich willkommen zu einem Minecraft Let's Play. Aber es ist kein gewöhnliches Minecraft Let's Play, sondern Feed the Beast. Naja, und starten wir mal eine neue Welt. LP-Welt. Spielen wir dieses Überleben. Welttyp Standard. Bonus-Truhe aus. Und die Cheats erlauben sind auch aus. Und es gibt auch kein Seed. Einfach mal random. Und neue Welt erstellen. Also ich lade zurzeit, also meine Projekte sind Edda 2 mit meinem Freund und halt noch Feed the Beast. Und jedes Wochenende wird eine Folge kommen, oder also jedes Wochenende werden mehrere Folgen kommen, außer in den Ferien werden jeden Tag Folgen kommen. Naja, starten wir mal Feed the Beast. Also Feed the Beast also hat ganz viele Mods, wie zum Beispiel Towncraft, Buildcraft und viele andere. Laden, 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 laden. Okay. Hier haben wir schon mal die Welt generiert. Das hängt gerade ein bisschen. Okay. Was bist denn du? Indigo Flower. Okay, halt mal ein bisschen die Sounds runterstellen. Okay, erstmal ein bisschen was zum Futter holen. Ach, ich hole mir erstmal Holz und mache mir daraus ein Schwert. Also hier, das ist zum Beispiel ein Rubber Tree. Das ist kein echter Rubber Tree, sondern so eine Art Factor Rubber Tree. Denn die normalen Rubber Trees sind droppen erstens nicht so ein komisches Rubber, sondern Stick Resin und sind hier auf diese auf der Krone so zwei Blöcke hoch. Und der hier ist nur ein Block hoch. Erstmal sammeln. Natürlich, wenn man dieses Rubberwood hier in den Extraktor rein tut, dann kriegt man ein Rubber. Aber zum Beispiel, wenn man den Sticky Resin in den Extraktor reintut, dann kriegt man drei Rubber. Genau. Also wir werden uns erstmal hier ein bisschen von diesem Rubber Tree Zeug hier sammeln. Und danach normales Holz. Und danach können wir eigentlich schon anfangen, in eine Höhle zu gehen und alles andere. Also das Haus ist hier nicht so wichtig, also es ist wichtig, aber es ist nicht so wichtig. Man kann es ohne Haus auch machen. Für den Anfang lohnt es sich nicht, ein Haus zu machen. Also hier nochmal, es gibt, das ist hier gerade Not Enough Items. Und vor allem sind hier 57 Seiten, ne? Voller Items. Eigentlich kann man hier in diesem Mod eigentlich fast alles machen. Vielleicht kennen einige von euch Tekkit. Tekkit ist die Erweiterung, Feed the Beast ist die Erweiterung von Tekkit. Und ja. Genau. Also, ich kenne mich jetzt bei Tekkit nicht so gut aus, aber bei Feed the Beast schon. Feed the Beast schon eher mehr. Also, und das ist noch die 1.4.7. Genau. Also als erstes werden wir uns mal ein bisschen Fleisch besorgen und noch ein... Ah, scheiße. Ein Waypoint setzen. Also hier gibt es auch ganz verschiedene Seeds. Hier gibt es auch Flex Seeds, alles. Halt Flex, daraus kann man halt Fäden gewinnen, die sind später wichtiger für spezielle Rucksäcke, wo man dann einige Dinge lagern kann. Genau. Aber es gibt
nicht nur, also es gibt hier ganz viele Mods, die meisten sind doch geil. Man kann hier forschen, es gibt Zauberstäbe. Ich kenne jetzt die Namen von den Mods nicht auswendig, aber es ist das meiste eigentlich von Tacket und noch ein bisschen mehr und alles. Okay, also hier kurz die letzten drei Schweine abschlachten oder bis das Schwert kaputt geht. Das nehme ich noch mit. So. Schnell. Also hier in den Höhlen, also es gibt, naja, es gibt halt Zombies, aber es gibt auch noch Angry Zombies. Das ist fast das gleiche wie ein Zombie, nur das macht halt 2 Herzen Damage anstatt 1,5. Ich glaube, es waren 1,5. Und hier sieht man an der Minimap oben rechts hier, dass hier Skelette sind. Und dann könnte man sich hier einfach runterbauen, da ja höchstwahrscheinlich eine Höhle sein wird. Ah, das ist Ember, glaube ich. Ich glaube, das ist Ember. Kann man ja gleich nachgucken. Es geht aber, glaube ich, nur mit einer Steinpickaxe. Schauen wir mal nach. Nein, es geht auch nicht mit Stein, dafür braucht man Eisen. Das dauert einfach ewig. Ja, das geht ja nicht. Dann nehmen wir die kurz mit. Und weiter geht's. Und wir werden also, ich vermute eher in die technische Richtung, da man, das Zaubern geht eigentlich jederzeit recht schnell, aber das Technische braucht dann Rohstoffe und so Massen an Rohstoffen. Okay, wo seid ihr? Das ist doch irgendwo eine Höhle. Da muss eine Höhle sein. Also das hier war gerade ein Quarzkristall. Diese Kristalle kann ich mal zeigen. Wenn man sie zum Beispiel hier hinsetzt und dann dagegen geht, fügen sie einem Schaden zu. Also man könnte daraus höchstwahrscheinlich noch eine Mobfalle bauen, aber das funktioniert nicht so richtig mit der Mobfalle da. Was bist du? Ich glaube, das ist Aluminium. Ich glaube, das ist so gut wie nichts wert. Vermute ich mal. Ja, mitnehmen kann man es ja trotzdem. Das ist nie verkehrt. Also man kann hier zum Beispiel mit einem Minimumstein kann man einige Dinge verändern, wie zum Beispiel mit einem Minimumstein könnte man aus Gold Diamanten machen, aber das kostet halt bisschen Gold, 5 Gold war das glaube ich, und der Minimumstein ist für immer haltbar, also nicht für immer, sondern eine gewisse lange Zeit eigentlich. Also es ist nicht so, dass man ihn nur einmal benutzen kann, dafür wäre er viel zu wertvoll. Okay, noch ein paar Blöcke. Dann haben wir leider keine Höhle gefunden, obwohl ich dachte, wir finden eine Höhle. Es ist manchmal ziemlich knifflig, weil manchmal reicht nicht, also es reicht nicht immer, sich einfach runterzubauen. Naja, machen wir uns erstmal den Ofen. Ach, Scheiße, wir haben ja nicht mal. Kann man eigentlich das da rein tun? Also. Ja, genau. Und jetzt soll ich ja dann gleich sehen. Brauchen wir ein bisschen mehr Holz. Okay, also sollte ich dann gleich sehen, dass da ein Rubberwood, aus dem Rubberwood gleich ein Rubber kommt. Glaube ich. Ich glaube es. Weil beim, ich weiß nicht beim Furnace, ob das da geht, aber beim Extractor. Nein, daraus kriegt man Holzkohle. Ach, verdammt. Dann brate ich das nicht. Das brauche ich. Ich verbrauche doch nicht mein Rubber für Holzkohle. Na, so geht das mal gar nicht. Was ist denn hier? Das ist doch auch bestimmt was Leckeres.
Ich weiß noch ganz genau, dass da was Leckeres ist. Nein, da ist nichts Leckeres. was ist denn da hinten? Ah, und hier ist auch noch der Ruins Mod drin, der Red Sub Mod. Vielleicht ist es ja eine Ruine. Nein, das ist sowas wie ein Grand Canyon, könnte man sagen. Also hier sieht man zum Beispiel, wenn man jetzt auf das Linksklick drückt und dann nochmal rechtsklick, dann findet man heraus, wie man halt Kohleerz zum Beispiel herauskriegt. Das funktioniert halt beim, ist halt nur beim Redstone Mod. Zum Beispiel, wenn ich halt wissen möchte, wie crafte ich mir eine Dierharnisch. Drück mal einfach mal rechtsklick drauf und dann haben wir hier, brauche ich das dafür? Okay. Gut, merke ich mir. Sowas halt. Ja, genau. Und ja, also diese Quarzkristalle noch. Wenn man jetzt zum Beispiel hier sterben würde, kann ich ja mal zeigen, zum Beispiel mit dem Seed, der verschwindet einfach. Das ist wie zum Beispiel beim Kaktus, eigentlich das gleiche wie ein Kaktus ist das. Vielleicht ein bisschen anders. Sieht halt nur anders aus. Okay, jetzt haben wir ein Steinschwert, eine Steinpickaxe und eine Holzpickaxe. Also aus dem Rubber, das kann man verarbeiten, das Rubber, und daraus kann man, soweit ich weiß, das kann man auch gleich nachgucken, wenn es dieses Rubber gibt, da genau. Nein. Also man kann sich halt da Rubber Bass draus machen oder... Das kann man sich nicht craften, das kann man nicht gucken. Schade. Ich dachte, das funktioniert. Okay, es wird schon langsam Nacht und das mag ich mal gar nicht. Okay. Achso, nein, das will ich nicht brennen. Nein, das behalte ich mir lieber. Durch die zwei davon brennen noch, weil ich habe hier ziemlich viel, würde ich sagen, an Rubberwood. Und wenn ihr dieses Video, also schreibt mir in die Kommentare, wenn ich mal was anders machen könnte oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Also eigentlich, mir gefällt Feed the Beast sehr. Also es gibt zwar noch andere Mods, die ziemlich gut sind, aber Feed the Beast ist einer der Mods, die mir am meisten gefallen. Es ist halt eher so darum, dass es halt hier zum Beispiel... Wenn man zum Beispiel hier Konstrukteure gibt, Baupläne, alles halt so elektronisches Zeugs. Und sowas gefällt mir halt. Es gibt natürlich auch viele, viele Mods. Na, so, bist du schon fertig? Holzkohle. Okay, so, es ist Nacht. Sollten wir uns einen Unterschlupf bauen, oder? Warte mal, ich koche das. Ich versuche mal hier zu überleben. Ich koche kurz das Essen. Sollte reichen. Also hier, vielleicht sieht man es. Da sieht, also es gibt hier diese zwei Arten von Zombie. Der macht hier 3 Herzen Damage. Also habe ich mich doch am Anfang vom Video geirrt. 3 Herzen Damage. Und der hier macht 2 Herzen Damage. Also der Engel-Zombie ist um einiges stärker als der andere Zombie da. Hier die Creeper sind... auch nicht toll. Creeper sind regelrecht nicht toll. Aber ihr könntet mir in die Kommentare schreiben, was die Henneken-Seeds bringen, denn die haben hier keinen Aspekt. Also wenn man hier auf Shift drückt, dann sieht man hier, also das braucht man dann später zum Zaubern, was für Aspekte die haben. Und daraus kann man sich dann später aus den bestimmten Aspekten dann was craften. Ich höre eine Spinne. Da. Okay. Oh, ein Rubber Sapling? Haben die mein Rubber Sapling kaputt gemacht? Nein. Nein, das ist zu nah dran. Dahin. Es gibt hier viele, viele Items. Also ich finde den Mod richtig geil. Rubber.
Also die anderen Rubber-Trees, die sehen so aus, vor allem das Sapling sieht genau, warte mal, das Sapling sieht so aus und das Holz sieht so aus, also etwas dunkler als das hier und Sapling hat hier so ein kleines Anhängsel dran. Ja, genau, und dann würde ich mal sagen, das war's für heute mit der Einfolge und wir sehen uns nächstes Mal wieder.